Grüß Gott, mein Name ist Pater Rolf Hermann Ling, ich bin römisch-katholischer Priester, sogenannter Seelisvakantist. Wir haben heute den 4.12.2016. Das Thema des heutigen Videos ist die Frage, ist die BRD ein Unrechtsstaat? Und zwar habe ich vor über 2 Monaten am 25.09.2016 einen Text erhalten, das waren 3 Seiten Schreibmaschine von einem Autor, den ich bis heute noch niemals gesehen oder gesprochen habe. Es geht um die Sekte des sogenannten Zweiten Vatikanischen Konzils, die ich persönlich als V2-Sekte bezeichne. Der Autor nennt diese Sekte die Novus Ordo Subsistit Sekte oder kurz NOSS, N-O-S-S. Also dieser Text des Autors soll als Handreichung dienen zu der Frage, ist die BRD ein Unrechtsstaat? Adressiert war das Schreiben an das Bundesverfassungsgericht der BRD. Das Bundesverfassungsgericht muss unverzüglich durchsetzen, dass die Novus Ordo Subsistit Sekte NOSS nicht mehr als katholische Kirche auftreten bzw. bezeichnet werden darf. Jegliche staatliche Unterstützung materieller Art, zum Beispiel Kirchensteuer, wie auch immaterieller Art, zum Beispiel Werbung, muss sofort beendet und verboten werden. Frist ist der 10.10.2016. Seit Jahrzehnten behauptet die BRD, dass die NOSS die katholische Kirche sei, beziehungsweise dass die BRD das Recht habe, die NOSS zur katholischen Kirche zu erklären. Die BRD zwingt dabei ihre Insassen hartnäckig, gewaltsam, sich diesem Wahn zu unterwerfen. Siehe den Terror gegen den römisch-katholischen Priester Hochwürden Pater Rolf Hermann Lingen, wie zum Beispiel. Erstens. Pater Lingen wurde für extrem geisteskrank, schuldunfähig, erklärt, nur weil er Gott mehr gehorcht hat als den Menschen. Amtsgericht Dorsten, Wolfhard Timm. Schizophrenerweise hat dasselbe Amtsgericht in der Person von Hermann Josef Huder auch endgültig erklärt, dass gar keine Störung bei Pater Lingen vorliegt. Jedenfalls gilt, Zitat, es ist nämlich ein Frevel, Gottes Gebot um der Menschen willen zu übertreten. Es ist verboten, die Gesetze Jesu Christi zu missachten, um der Obrigkeit zu folgen oder die Rechte der Kirche zu verletzen unter dem Vorwande, das Recht des Staates zu wahren. Es gibt keinen besseren Bürger, weder im Krieg noch im Frieden, als der pflichttreue Christ es ist. Demnach muss er alles erdulden, ja selbst den Tod, als die Sache Gottes oder der Kirche preisgeben. Nur das ist ein wahres Gesetz, welches als vernünftiger Befehl von der rechtmäßigen Gewalt zum allgemeinen Wohle erlassen ist. Zitat Ende von Papst Leo XIII. Gemäß der BRD ist also jeder moralisch richtig handelnde Mensch extrem geisteskrank. Noch absurder wird diese teuflische Lüge der BRD angesichts ihres Grundgesetzes. Anfangsworte, Zitat, im Bewusstsein seiner Verantwortung vor Gott. Zitat Ende. Sind die Anfangsworte des BRD-Grundgesetzes also Gedankenlosigkeit oder Lüge oder Idiotie? Und wenn noch nicht einmal die Anfangsworte ernst genommen werden dürfen, zumal sie sogar den Schöpfer nennen, zweites Gebot, sondern wenn ganz im Gegenteil jemand, der im Bewusstsein seiner Verantwortung vor Gott handelt, zum verbrecherischen Psychopathen abgestempelt wird, welches Wort der BRD darf man dann überhaupt noch ernst nehmen? Zweitens, laut Wolfhard Timm ist es, Zitat, völlig unerheblich, ob Pater Lingen in Glaubensfragen Unrecht hat oder nicht, ob er die richtige katholische Kirche vertritt und die anderen nicht. Zitat Ende. Es ist an sich bereits die schwerste Rechtsbeugung, wenn man es als völlig unerheblich hinstellt, ob ein Angeklagter Recht hat oder nicht, ob er Unrecht hat oder nicht. Und unendlich schlimmer wiegt hier noch zusätzlich, dass es hier nicht um rein innerweltliche Dinge, sondern um das ewige Seelenheil bzw. ewige Verdammnis geht. Die BRD erklärt also unanfechtbar, dass nicht Gott, sondern die BRD über das ewige Seelenheil zu entscheiden hat. Das Volk muss also den Verein für den von Christus gegründete Kirche halten und damit für den einzigen Heilsweg, den die BRD dazu erklärt. Weil die BRD aber unanfechtbar gerichtsnotorisch in der Frage nach der richtigen katholischen Kirche hartnäckig fundamental lügt und zudem so wiederum ihr eigenes Grundgesetz mit der unverletzlichen Religionsfreiheit als Lüge entlarvt, fragt sich wiederum, welches Wort der BRD darf man dann überhaupt noch ernst nehmen?
Drittens, laut diesbezüglicher Anklageschrift der Staatsanwaltschaft Essen, Joachim Lichtinghagen macht sich Pater Ling strafbar, weil er sich Priester nennt. Aber in dem diesbezüglichen Urteil steht schizophrenerweise ganz klar, dass Priester gar kein geschützter Titel ist und auch nicht sein kann. Also ist die BRD-Politik schuldig der falschen Verdächtigung, Verfolgung unschuldiger. Staatsanwaltschaft gehört zur Politik, ist dem Justizminister unterstellt. Viertens, laut Gutachten der NOS, vertreten durch Thomas Schüller, gibt es keine Hinweise auf das NOS-Diplom von Pater Ling und es müsse angenommen werden, dass Pater Ling, bekanntlich ein langjähriger Priesterkandidat der NOS, gar nicht studiert habe. Hingegen im Urteil steht schizophrenerweise ausdrücklich, dass Pater Ling ein NOS-Diplom, sofern man einen solchen Wisch überhaupt als so etwas bezeichnen kann, besitzt. Also ich habe natürlich ein V2-Diplom, aber es ist kein theologisches Diplom insofern, als es eben nicht kirchlich autorisiert ist. Es ist also objektiv verboten. Es ist also ein Missbrauch von Titeln, wenn sich einer, der ein V2-Diplom oder ein V2-Magister oder ein V2-Doktor besitzt, so als Dr. Theol oder so bezeichnet. Das ist verboten, weil es kein kirchlich autorisierter Titel ist. Die BRD weiß also um die radikale Unglaubwürdigkeit und absolute Verlogenheit der NOS. Trotzdem verteidigt die Justiz, auch Landgericht Münster, Johannes Harker, unanfechtbar den notorischen NOS-Lügen als unantastbar. Schizophrenie im Exzess. Fünftens. Eine der schwersten erdenklichen Beschuldigungen ist die Bezeichnung Heretiker. So hatte mich dieser Thomas Schüller im Gutachten beschuldigt. Bei fehlender oder gar falscher Begründung ist dies schlimmster Rufmord. Und damit ist die NOS eine Bande notorischer Rufmörder. Denn A. hat Schüller als Beauftragter und Repräsentant der NOS gehandelt und B. hat die NOS trotz aller Anfragen seitens Pater Ling weder rechtliche Schritte gegen Schüller noch rechtliche Hilfe für Pater Ling geleistet. Da Schüller und somit die gesamte NOS absolut unglaubwürdig ist, erkennt jeder sofort unausweichlich. Hier kommt jetzt der Verweis auf die Seite kommentar.tk. Indem die BRD jetzt aber hartnäckig an dem NOS-Gutachten festhält und es sogar ganz ausdrücklich schützt und als Beweismittel gegen Pater Ling mit Steuergeldern finanziert, ist die BRD unanfechtbar vollkommen mitschuldig des ganz bewussten und ganz gezielten Rufmords. Sechstens. Beleidigungsprozesse sind bewiesenermaßen wegen Verstoßes gegen Nulla Pöna Sine Lege immer reine Verbrechen. Zitat von Bert Steffens. Der Bürger kann sich nicht im Vorhinein durch einen Gesetzestext informieren, sondern ist nur im Nachhinein rettungslos der totalen Willkür eines Richters ausgeliefert. Und selbst wenn man an ein illegales Richterrecht glauben wollte, dann müsste man über 200.000 Beleidigungsprozesse studieren, pro Jahr. Und das einzige klare Ergebnis dabei wäre, dass hier nur rettungslose Widersprüche selbst wie die gleichen Äußerungen im gleichen Kontext herrschen. Pater Ling ist bekanntlich auch als Lebensschützer sehr aktiv. Und speziell dazu siehe zum Beispiel das Schandurteil des Europäischen Gerichts für Menschenrechte zu Babykaust. Erst endlose Geld- und zeitraubende Verfahren, dann schließlich wieder kein einstimmiges Votum, sondern nur weiteres Chaos. Mit Beleidigungsjustiz hat das Nazi-Regime die katholischen Kleriker, die ihre Pflicht zur Wahrheitstreue erfüllt haben und so die katholische Kirche auszurotten versucht. Zum BRD-Regime siehe auch das Braunbuch und die Rechtsbeuger-Mafia. Ebenso ganz in der Tradition des Nationalsozialismus, dem es, Zitat von Papst Pius XII., in Wahrheit nur darauf ankam, die Kirche zu vernichten, Zitat Ende, hat die BRD das Konkordat hartnäckig gebrochen. Mit der diesbezüglichen Begründung des BVFG, dass die Bundesländer nicht zum Bundesgebiet gehören, ist die BRD unanfechtbar rechtsbrecherisch und schizophren, so Klaus Mörsdorf. Also die katholische Kirche hatte seinerzeit geklagt, dass die BRD sich auf der Rechtsebene des Landes Niedersachsen, nicht an das Konkordat halten würde. Und da hat das Bundesverfassungsgericht gesagt, ja, das braucht das Land hier auch nicht, weil das Konkordat hier nur mit dem Bund geschlossen wurde. Aber die Bundesländer gehören ja nicht zum Bundesgebiet und deswegen gilt das Konkordat nur im Bundesgebiet. Aber da die Bundesländer ja nicht zum Bundesgebiet gehören, brauchen sie sich nicht an das Konkordat halten. So die Logik des Bundesverfassungsgerichts damals. Die BRD versucht also mit ihrer endlosen, rettungslos absurden und schizophrenen Verlogenheit gewaltsam die Kinder der Heiligen römisch-katholischen Kirche zu entreißen und sie zu Kindern des Teufels zu machen, strafbar gemäß
Völkerstrafgesetzbuch, Paragraph 6. Adresse, Datum 17.09.2016, Unterschrift. Gut, das habe ich schon am 28.09.2016 bei Facebook veröffentlicht, den Text, und auch per Mail an verschiedene Politiker und Justizrepräsentanten geschickt. Zum Beispiel über Abgeordnetenwatch auch an Peter Altmaier von der CDU, Volker Beck, Grüne, Gregor Gysi, Linke, Andrea Nahles, SPD, Frauke Petri, AfD, Christian Schmidt, CSU, Beatrix von Storch, AfD. Geantwortet hat natürlich niemand, und Abgeordnetenwatch hat sogar noch geschrieben, dass ich meine Aussagen nicht hinreichend mit Quellen belegt hätte. Also natürlich, das ist alles hinreichend mit Quellen belegt, wie zum Beispiel die zitierte Seite oder genannte Seite kommentar.tk. Dort findet man auch noch Scans von den Dokumenten, und selbst wenn man diesen Scans auch nicht glauben sollte, kann man ja die ganzen Staatsanwaltschaften, die ganzen Gerichte fragen, man kann die V2 stellen, fragen, hat Pater Lingen ein Diplom gemacht, ist Pater Lingen ein Heretiker, wenn ja, welche Häresie hat er verbreitet? Oder anders gesagt, welches Dogma hat Vatikan II verkündet? Also, wie gesagt, dieses Schreiben von diesem Autor halte ich für einen sehr, sehr guten Beitrag, eine sehr schöne Handreichung zu der Frage, ob die BRD ein Unrechtsstaat ist.